Oh, Alter. Oh, jetzt auch noch die Bullen. Hey, Kumpel, im Ernst. Du solltest echt mal drüber nachdenken, deine Karre aufzumotzen. Ich kenne eine Werkstatt, wo sie dir auf jeden Fall helfen können. Okay, dann mal zum Autohändler. Stufe 3 Autohändler. Boah, was kriegen wir da? Hoffentlich was Geiles. Garage. Dein Ernst? Nur den hier? Ach, das sind meine. Das ist ja meine Garage. Shop. Amerikanisch, europäisch, Japan. Boah, wo ist Italienisch? Ohne Spaß. Gesperrt. Ah, boah, bis hier ist jetzt schon verfügbar. Nice. Da werden wir uns auf jeden Fall was kaufen. Aber ich gucke erstmal, was wir hier so haben. So ein Aston Martin wäre nämlich auch nice. Schade, dass wir den noch nicht haben. Boah, guck mal hier, ey. Boah, geil. Was gibt denn überhaupt? Ernsthaft? Aber wer kauft sich den denn in so einem Spiel? Ey, hier ist nichts Geiles. Also, das sind meine. Dann glaube ich mal... Warte, was war da mit dem Aston Martin? Ich glaube, der ist geil. Ach, der ist gesperrt. Boah, die haben aber schon ziemlich Hardcore-Angaben da oben. So, was haben wir denn hier? Irgendwie ein Ford Mustang oder so? Verfügbar, aber ich habe echt nicht viel Geld. Ein Ford Focus, Ford Escort, Ford Mustang GT. Oh, nicht genug Geld. Schade. Ah, nee, die sind alle gar nicht so geil. Ich gehe nochmal auf europäisch. Den haben wir schon, den Lotus. Der hier hat natürlich eine krasse Beschleunigung, fährt aber wahrscheinlich nur 50. Ja, ich habe noch nicht genug Geld, wir werden später nochmal wiederkommen. Mal gucken, ob wir irgendwie einen Job erledigen können. Ah ne, wir müssen erstmal ein Rennen fahren. South Lawrence Auto an, was heißt wir müssen? Wir sind gerade da, von daher, warum soll ich nicht starten? Oha. Das ist das mit den 300 Metern, ne? Ah ne, genau. Bleibt eine Minute in Führung. Okay. Das haben wir ja gegen diese heiße Lady gefahren in der letzten Aufnahme. Einfach irgendwo durch die Stadt und nicht von dem Typ da überholen lassen. An sich ganz einfach vom Prinzip her. Jo, jetzt leckt es gerade wieder bei euch im Video. Ich spiele noch flüssig, aber ich sehe gerade, dass die Datei... nur 13 Frames hat. Also ich weiß nicht, was das ist. Aber ich hoffe, man kann mitleben. Ich weiß jetzt natürlich auch gerade nicht, wie 13 Frames so aussehen werden. Alter, der Typ ist ja meilenweit von mir entfernt. Ich könnte stehen bleiben die letzten 27 Sekunden. Wow. Hahaha, das war gut. So, jetzt ist es bei euch wieder flüssig. Also keine Ahnung, die Frames, die schwanken hier halt zwischen 60 und 30. Gehen aber auch nicht mal auf 61, also das geht nicht. Und wenn ich halt mit 30 spiele, dann habt ihr nur noch 15 ungefähr. So, was haben wir denn an Geld bekommen? Hab natürlich gar nicht geguckt. Aber wir gehen mal zum Autohändler. Ich glaube, wir müssen eins kaufen, um hier weiterzukommen. Europäisch. Oh, was ist denn der Lotus Elise? Was hat er so für Stats? Ich will mal vergleichen. Okay. Höchstgeschwindigkeit ist halt nicht besonders gut. Europäisch. Oh, hier ist was. Boah, was hat der für eine Höchstgeschwindigkeit? Ach, den hat man vorhin schon geguckt. Der ist auf jeden Fall schon mal besser. Soll ich den einfach mal kaufen? Ich weiß nicht. Boah, das Handling hat der hier auch ganz schön. Okay, der geht eigentlich. Boah, was eine Beschleunigung, ey. Ja, ich hole mir mal den Camaro. Wo bist du? Da.
Jupp, den hole ich mir jetzt, dann habe ich noch 1100. So what? Bleibt das Tuning? Ich guck mal. Ich glaube ja nicht, oder? Nein, der hat noch kein Nitro. Das werde ich mir, sobald ich Geld habe, zulegen müssen. Aber der wird auch so schon besser sein als der Lotus. Auf jeden Fall von den Stats her. Ich fahre erstmal ein kleines Ründchen. Schön ist er jedenfalls. Anhören tut er sich auch besser. 1 bisschen durch die Gegend cruisen. Okay, der ist auf jeden Fall viel schwerer. Okay, der Drift funktioniert irgendwie schon mal geiler. Ja, ich bin zufrieden. War kein Fehlkauf. Ich hätte gerade gern mal wieder einen Job zu erledigen, aber ist nicht. Deswegen starte ich einfach mal da drin, wo wir gerade sind. Und zwar ein Rundkursrennen. Kommt jetzt wieder so ein ganz cooler? Nee. Bisschen Staub machen und los geht es. Ich überhole euch mal am besten links. Na, die Beschleunigung beim Lotus Elise ist ein bisschen besser. Aber ich glaube, der Topspeed hier. Oh, Alter. Oh, jetzt auch noch die Bullen. Das leckt bei euch schon wieder übrigens. Naja, habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt. Was hat er denn da gemacht? Boah, jetzt hatte ich gerade sogar einen kleinen Leck. Oh, shit. Fahrzeug ist ein Camaro, ohne Spaß. Hier fahren, glaube ich, in dem Rennen 4. Läuft wieder flüssig. Ich wüsste zu gern, was das ist. Was macht der mit seinem Mazda hier? Alter. Was ist da denn Ding? RX-7, glaube ich. Von Grid zu wissen, meine ich, glaube ich. Ja, meine ich, glaube ich. Oh Gott. Ich würde mich gerne resetten, aber geht nicht. Lolo, warum mache ich mir überhaupt... Warum belege ich mir die Taste eigentlich zum Resetten? Die Bullen haben uns noch gar nicht gefunden, oder? Von hinten sieht mein Auto ja noch ganz cool aus. Boah, ohne Spaß, der ist gar nicht so geil, glaube ich. Also mit dem Lotus war ich mehr zufrieden. Ja, jetzt hat er mich. Natürlich weiß der sofort, welcher Camaro das ist. Die haben keine Farbe genannt, die haben nur gesagt, Camaro stark beschädigt. Trifft auf ganz viele in dem Rennen zu. So, ich glaube, ich werde nicht mehr Erster. Aber vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. Und ich fahre zur Abwechslung mal gut. Verstärkungseinheiten sind unterwegs. Oh, das ist ja schon der Zweite. Oh, genau der gleiche Fehler wie in der ersten Runde. Ja, staubt mich voll. Boah, was will er denn hier? Ja, fahr einfach durch die Wand. Mache ich auch immer, wenn ich abhauen will. Boah, der Wagen ist ein bisschen schwerfällig. Ist öfters so, nachdem der gerammt wurde. Boah, komm, nimm das Video doch mal wieder flüssig auf. Boah, euch leckt die ganze Zeit. Das jetzt zu sehen, ist schon irgendwie ein bisschen kacke. Ah, jetzt läuft es wieder. Ah, meinst du, den ersten krieg ich noch? Könnte knapp werden. Ja, der ist schon im Ziel.
Ach komm, zweiter ist auch was. Starte ich jetzt mal nicht neu. Ach, ich muss noch flüchten. Ja, sauschwer irgendwie. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Auf dem Oh, der muss auch genau da dann natürlich ankommen. Oh, meine Mutter ist geil. Wow. Würde das im echten Straßenverkehr passieren, hätte der Mann, der Typ hinter uns, ganz schönes Problem. Nein, nein, er ist weg. An alle. Kriege den Sektor meine 20 ab. Ja, genau, ich bin weg. Lass mich einfach jetzt mal in Ruhe. Wir brauchen unbedingt noch mit, aber lasst mich in Ruhe, du kriegst mich doch jetzt eh nicht. Du musst erstmal drehen. Gebt einfach auf, Leute. Oh, jetzt gleich kommt so eine geile Slow-Mo. Und hier zerstöre ich jetzt noch das Objekt. Oh, nicht auf mich. Doch, ich versteck mich mal hier unter Schutt und Asche. Guck mal auf der Karte, wie er da rumsteht und gar keinen Plan hat. Oh ne, hat er mich jetzt. Alter. Ist das denn sein Ernst? Jetzt fängt das wieder an zu lenken. Warum denn? Was ist an dem Spiel jetzt gerade anders als in der Szene davor? Ich weiß, wie eure Situation ist und versuche mehr Unterstützung zu holen. Melde mich später. Ich habe dazu jetzt kein Problem mit, aber ihr beim Gucken und da habe ich natürlich Mitleid. Ich kann ihn nicht sehen. Auch mein Bus. Ja, ich habe Sichtkontakt. Boah, das dachte ich gerade, der will nur abbiegen. Sieht nicht gut aus. Mein Wagen krepiert. Werde langsamer. Mein Wagen krepiert, Alter. Das sagst du zu einem Mensch, aber nicht zu einem Auto. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Jetzt unterwegs nach Norden. Ach nein. Korrigiere nach Westen. Oh, dann verwirre ich euch mal ein bisschen. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Fahre ich mal nach Osten zurück, wenn ich gerade nach Westen gefahren bin. 10-4-Zentrale, fordere Luftunterstützung an. Danke. Okay. Schade, kein Anruf bekommen. Doch. An alle Einheiten, nee. Sektorabsperrung aufheben. Schade, 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 Schokolade. Aber das Auto finde ich nach ein paar Mal fahren jetzt doch nicht mehr so geil. Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Undercover. Ihr wundert euch, warum ich jetzt gerade so eine Anmoderation mache, obwohl ich mich gleich verabschiedet habe. Aber ich wurde kurzfristig unterbrochen, habe dann aus Reflex auf die Aufnahme-Stopp-Taste gedrückt. Und seitdem ist ein Tag vergangen und ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, seitdem aufzunehmen, beziehungsweise in Ruhe aufzunehmen. Ich hätte natürlich nachts aufnehmen können, aber dann kann ich nicht so laut reden und so, weil es gibt ja Leute, die wollen schlafen bei mir zu Hause. Ja, so Sachen gibt's. Und ja, von daher ist jetzt ein Tag später und ich nehme weiter auf. Und ich habe jetzt mal möglicherweise eine Lösung gefunden für die Frame-Einbrüche. Mal gucken, ob es weiterhin passieren wird. Sonst habe ich keine Lösung gefunden, wenn es weiterhin passiert. Und ich würde sagen, wir starten einfach. War das gerade ein Polizeianruf? Dann starte ich mal direkt da drin, bevor jetzt gleich noch eine Verfolgung anfängt. Ich war gestern in der Aufnahme auch ein bisschen, das sind zwei Folgen, ich glaube 30 Minuten habe ich aufgenommen, ein bisschen demotiviert. Ich glaube, das hat man gemerkt, weil ich halt Stunden versucht habe, dass endlich diese eine Mission da läuft. Und es hat zum Verrecken nicht geklappt. Und warte, bevor ich starte, zack, in das Menü, mal eben kurz den Timer starten, das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich schätze mal 2 Minuten sind seit der Aufnahme vergangen. Die kann ich dann am Ende ja da drauf rechnen. Komm, los. Stoppuhr starten. Okay. Dann mache ich nur kurz die Helligkeit vor meinem Handy-Display runter, weil sonst würde ich mal sagen, ist das Akku leer nach der Aufnahme. So, das ist nämlich schon fast leer.
Timer läuft und ich würde mal sagen, ne, nicht Event neu starten, sondern direkt starten. Ja, das haben wir ja schon mal gemerkt. Da war jetzt natürlich ein actionreicher Start, aber wir haben ja schon mal gemerkt, dass die Karre nicht ganz so einen schnellen Antrieb hat wie der Lotus. Aber, boah, Junge, die Höchstgeschwindigkeit scheint ja besser zu sein. Nur komme ich mit der Steuerung von dem da nicht ganz so gut klar. Oh, du kannst dann da bleiben. Danke. Also bisher läuft es ja flüssig. Das freut mich ja schon mal. Ich meine, für mich läuft es ja immer flüssig. Aber da könnt ihr euch ja nichts von kaufen, wenn die Datei am Ende mit 30 Frames, mit 15 Frames abgespeichert wird, obwohl ich hier mit 60 zock. Aber da steht jetzt gerade Video 60. Das ist das, womit ich am Spielen bin. Und File, also die Datei 30. Also das müsste bei euch gerade flüssig sein. Ach, Rundenzeit. Oh, das ist ein Rundkurs. Gerade gedacht. Bin fertig.